Die Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Den Sport hat später Sven in der Sendung. Mit viel Fußball. Schönen guten Abend. Dann blicken wir jetzt auf die Themen an diesem Samstag. Kritik an neuen Heizungsvorgaben. Trotz der Ausnahmeregelungen warnt die Opposition vor hohen Belastungen. Ukraine-Streit im Weltsicherheitsrat. Ausgerechnet jetzt übernimmt Russland den Vorsitz in dem UN-Gremium. Und runder Geburtstag 60 Jahre ZDF. Eine Zeitreise durch die Geschichte der Heute-Nachrichten. Aufatmen bei vielen Hausbesitzern. Die Ampel hat ihre Pläne fürs künftige Heizen geändert. Der Zwangstausch von noch funktionierenden Heizungen ist demnach vom Tisch. Die Opposition hat für den Gesetzentwurf der Regierung trotzdem wenig übrig. Dazu gleich mehr. Zuvor Christina Gründgen über die Einigung zu Gas- und Ölheizungen, bei der es diverse Ausnahmen und Übergangsfristen gibt. Neu eingebaute Heizungen sollen ab dem 1. Januar 2024 zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das kann, aber muss keine Wärmepumpe sein. Auch andere umweltfreundliche Heizarten und Kombinationen sind möglich. Und es gibt Übergangsfristen. Geht eine bestehende Gas- oder Ölheizung irreparabel kaputt, darf übergangsweise wieder eine solche eingebaut werden. Sie muss aber binnen 3 Jahren nachgerüstet werden, um die 65%-Vorgabe zu erfüllen. Auch Ausnahmen sind vorgesehen, unter anderem für Hausbesitzer, die älter als 80 Jahre sind. Erst wenn das Haus verkauft oder vererbt wird, müssen die neuen Vorgaben erfüllt werden. Eine weitere Ausnahme soll die Wirtschaftlichkeit sein. Etwa wenn die Umbaukosten in keinem angemessenen Verhältnis zum Gebäudewert stehen. Der Umstieg soll finanziell gefördert werden. Wie genau, ist aber noch unklar. Ja, und genau diese Unklarheit in Sachen Förderung kritisiert die Union und spricht auch von Klimaschutz mit der Brechstange. Kritik kommt auch von der Linkspartei, die einen weiteren Beleg für die soziale Kälte der Ampel sieht. Auch die AfD kritisiert die Regierungspläne als nicht umsetzbar. Mehr von Karl Hinterleitner. Es war ein hartes Stück Koalitionsarbeit bis zur Einigung. Am Ende kam die Regierung doch noch zusammen beim Thema Heizen. Das Ergebnis ein Kompromiss zur Wärmewende. Die Grünen zeigen sich zufrieden. Es ist sehr gut, dass wir die Einigung, die im Koalitionsausschuss getroffen haben, jetzt innerhalb von wenigen Tagen umsetzen. Das heißt, die ganze Regierung stellt sich hinter das Vorhaben von Robert Habeck und Clara Geiwitz, dass ab 2024 keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden sollen, sondern wir hier auf klimafreundliche und auf bezahlbare Alternativen setzen. Gerade die Bezahlbarkeit aber wurde gestern nicht geklärt, denn wer wie viel Zuschüsse bekommt, ist immer noch offen. Das sei unausgegoren und zu kurz gegriffen, meint die Opposition. Dann brauchen wir eine besondere Förderung, besondere Zuschüsse für Menschen mit geringem Einkommen, die Schwierigkeiten einfach haben, so eine Investition zu schultern. Da geht es ja um Tausende von Euro, da braucht es besondere Unterstützung. Und da kennen wir große Worte, Olaf Scholz im Bundestag, keiner wird im Stich gelassen, aber wir kennen kein Konzept. Es wird gesagt, dass irgendwie sozial abgefedert werden muss, aber es wird nicht gesagt, wie. Aber was natürlich notwendig ist, sind direkte Zuschüsse, Förderprogramme. Die Menschen dürfen damit nicht alleingelassen werden, das darf nicht die Mieterinnen und Mieter am Ende auf die umgelegt werden. Für die AfD ist die ganze Wärmewende unrealistisch. Sie sei im geplanten Zeitraum gar nicht machbar. Ja, es ist falsch, solange in der Situation, in der wir sind. Wir haben die Handwerker nicht, wir haben die Wärmepumpen nicht, wir haben die technischen Lösungen nicht, wir haben nicht genügend Strom und es kommt einfach viel zu schnell. Doch fürs endgültige Aus der fossilen Brennstoffe bleibt noch Zeit. Erst 2045 ist mit dem Heizen mit Öl und Gas definitiv Schluss. Trotz des Krieges in der Ukraine hat Russland turnusgemäß den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates übernommen. International gibt es Kritik an diesem Automatismus. Kiew sprach von einem weiteren Schlag gegen geregelte internationale Beziehungen. Bei einer Sitzung des Sicherheitsrates verurteilten westliche Vertreter die Pläne Moskaus, in Belarus taktische Atomwaffen zu stationieren. Selbst China distanzierte sich von diesem Vorhaben, allerdings ohne Russland dabei zu nennen. Wir gehen jetzt zu Johannes Hahnow nach New York. Johannes, der Weltsicherheitsrat soll dafür sorgen, den Weltfrieden zu wahren. Russland übernimmt jetzt wieder den Vorsitz. Was sagt das über das Gremium aus?
Ja, das sagt erstmal aus und das bedeutet, dass der Weltsicherheitsrat seinen eigenen Regeln folgt. Aber an diesen Regeln ist massive Kritik laut geworden. Es werden Reformen gefordert. Und das Hauptargument ist, dass es ja wohl nicht sein könne, dass ein permanentes Mitglied des Sicherheitsrates, das sich verpflichtet hat, den Weltfrieden zu schützen, die Charta der Vereinten Nationen zu schützen, sich für Frieden und Sicherheit einzusetzen, diese Charta permanent bricht und einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen einen Mitgliedstaat führt. Mittlerweile haben sich selbst die USA, die ja immer gegen eine Reform des Sicherheitsrats waren, offen gezeigt für eine solche Reform. Und in einem ersten Schritt hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen, dass sich diese Mitgliedstaaten, die Vetomächte, jetzt rechtfertigen müssen, öffentlich, wenn sie ein Veto einlegen. Das ist nur ein kleiner erster Schritt, aber immerhin, es ist ein erster Schritt, da bewegt sich etwas. Für den kommenden Monat wird erwartet, dass Russland versuchen wird, die Agenda zu dominieren. Der russische Botschafter hat schon mal gesagt, dass man sich um die Situation der Kinder in der Ukraine kümmern will, dass man nochmal Nord Stream auf die Agenda heben will und dass am Ende des Monats der russische Außenminister Lavrov selbst hier den Vorsitz übernehmen wird in einer Sitzung und seine Vision über eine gerechte und Einhaltung der Vereinten Nationen, der Charta der Vereinten Nationen sprechen will. Dass dabei was Substanzielles dabei herauskommt, davon geht hier niemand aus. Zu weit sind die Positionen da auseinander. Live aus New York, Johannes Hano, vielen Dank. Die Vogelgrippe grassiert derzeit in bislang nicht bekanntem Ausmaß und das weltweit. Dabei trifft es immer mehr Arten. Das Virus infiziert und tötet Hühner genauso wie Robben, Füchse, Grizzlies und vereinzelt sogar Menschen und verändert sich dabei laufend. Auch die Forscher des Tierseucheninstituts des Bundes sind beunruhigt. Susanne Seidel. Abgemagert und schwer atmend liegt dieser Seelöwe an der Küste Perus im Sterben. Er hat sich mit dem Vogelgrippevirus H5N1 angesteckt, sowie mehr als 600 weitere Robben in den vergangenen Wochen in Peru. Noch ist nicht klar, ob jede dieser Robben einen erkrankten Vogel fraß oder ob der Erreger bereits unter ihnen zirkuliert, sich also an Säugetiere angepasst hat. Das Virus muss bei so einem Wirtswechsel ganz viele Barrieren überwinden, um wirklich sich an eine neue Wirtsart, an den Menschen, an eine Robbe oder an den Fuchs anpassen zu können. Genau das ist im vergangenen Oktober auf einer Nerzfarm in Spanien passiert. Mehr als 50.000 Tiere hatten sich gegenseitig angesteckt. Alle wurden getötet, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. In sehr seltenen Fällen erkranken und sterben auch Menschen am Vogelgrippevirus, meist in Asien, wie zuletzt eine 11-Jährige in Kambodscha. Das Mädchen hatte engen Kontakt zu erkrankten Vögeln. Nur so ist es überhaupt möglich, sich anzustecken. In den vergangenen 20 Jahren sind insgesamt weltweit ca. 450 Menschen an Vogelgrippe gestorben. Das Virus ist nach wie vor nicht sehr gut übertragbar auf den Menschen. Das ist die gute Nachricht. Und dass wir jetzt vermehrt Fälle vielleicht auch bei Menschen finden, liegt auch daran, dass wir eine bessere Surveillance, eine bessere Überwachung der Situation weltweit, aber insbesondere in Europa haben. Im Moment wütet das Virus H5N1 vor allem in Südamerika. Viele Vogelarten fallen ihm zum Opfer. Den Behörden weltweit bleibt nur, jeden Ausbruch von Vogelgrippe im Keim zu ersticken. Jetzt nach Portugal, wo die Schuldenkrise überwunden wurde, auch mit viel Kapital aus dem Ausland. Aber die Schattenseiten, die werden immer deutlicher. Dass Milliarden in den Immobilienmarkt flossen, hat nämlich dramatische Folgen für viele Einheimische. Sie können sich keine Bleibe mehr leisten. Ein Recht auf Wohnen, dafür demonstrierten heute Zehntausende im gesamten Land. Thomas Walde berichtet. In mehreren Städten Portugals, wie hier in Lissabon, gingen Tausende, meist junge Menschen, auf die Straße. Sie wollen ein Dach über dem Kopf. Wir haben eine Notsituation auf dem Wohnungsmarkt. Die Häuser sind voll, die Preise verrückt. Wir verlieren das Recht, in unseren Städten zu leben. Paula Fernandes verlor ihre Wohnung, als ihr Vermieter die in eine Ferienwohnung umwandelte. Heute hat die Köchin mit anderen in ähnlicher Lage dieses Haus besetzt. Die Stadt hat viele leerstehende Häuser. Sie will uns die Häuser nicht zur Verfügung stellen. Daraus sollen nur Ferienwohnungen werden für Touristen, für Leute von außerhalb. Wir Portugiesen bekommen keine Häuser. AL, Ferienwohnung, das ist für Vermieter lukrativer. Der Durchschnittslohn von 1300 Euro brutto im Monat ist zu wenig, um mit Touristen zu konkurrieren oder Ausländern, die von hier aus online arbeiten. Oder die durch goldene Visa gelockt wurden, also Bleiberecht gegen Immobilieninvestition. Nathan Hadlock ist einer von 10.000 Amerikanern, die von dieser Möglichkeit profitiert haben.
Das Programm der Goldenen Visa war ursprünglich geschaffen, damit verfallene Häuser wieder hergerichtet werden. Aber jetzt hat es beinahe eine Spekulationsblase geschaffen. Portugals Regierung will die goldenen Visa zurückfahren. Das reicht den Demonstranten nicht. Sie fordern staatliche Eingriffe in den Mietmarkt, damit Portugals Wohnungen auch für Portugiesen wieder erschwinglich werden. In den USA hat eine Sturmfront mit mehreren Tornados schwere Schäden angerichtet. Mindestens 6 Menschen kamen ums Leben. Betroffen sind mehrere Bundesstaaten im Süden und Mittleren Westen. Häuser wurden zerstört, Bäume entwurzelt, zehntausende Haushalte waren zeitweise ohne Strom. In einem Theater in Illinois stürzte während eines Konzertes das Dach ein. Mindestens 30 Menschen wurden verletzt. Heute feiern wir Jubiläum, denn Sie wissen es vermutlich, genau vor 60 Jahren begann das ZDF zu senden. Und wir nehmen Sie jetzt einmal mit in diese erste Zeit. Als teils baufällige Sendezentrale diente ein ehemaliger Bauernhof in Eschborn bei Frankfurt am Main, und zwar ein Jahr lang. Im spartanischen Nachrichtenstudio, da gab es damals schon einen Platz für die Kurznachrichten und einen für den Hauptmoderator. Und damals, wie heute, saßen hier immer auch Redakteure am Mikrofon. Und das hier, das war die Verbindung in die Welt nach draußen. Man hat mit den Kolleginnen und Kollegen in London, Washington und Paris gesprochen. So war das damals. Am 1. April 1963 startete das ZDF um 19.30 Uhr mit der allerersten Sendung, den Heute-Nachrichten. Jürgen Kehl mit einem Blick auf früher und heute. Heute. Regierungsbildung in Mainz mit Fragezeichen. Heute. Jubiläumssitzung in Brüssel ohne Optimismus. Heute. Die Eierpreise bis Ostern stabil. Guten Abend, meine Damen und Herren. So hat das mal angefangen. Redakteur im Studio Karl Weiß wirkt bei der Premiere noch etwas verkrampft. Kaum ein ZDF-Nachrichtenpionier bringt Kameraerfahrung mit nach Eschborn. Mühsam der Weg in die neue Fernsehwelt, improvisieren war angesagt. Ein notdürftig zusammengezimmertes Studio muss zunächst genügen. Die neue Redaktion führt Rudolf Radke, der Auftrag Fernsehnachrichten, eine Alternative für die Institution Tagesschau. Und diese Alternative suchten wir, indem wir uns vorstellten, den Nachrichtenbereich natürlich so korrekt und so von den Tatsachen herkommen zu gestalten, wie das bei der Tagesschau auch war, aber außerdem noch stärker in den Hintergrund der Ereignisse zu gehen. Karl Weiß und die Heute holen das Weltgeschehen ins ZDF, schicken Reporter los. Denn die Absturzstelle liegt mitten in einem Sumpfgebiet, das von den Vietcong infiltriert ist. Deutschland erlebt eine neue Zeit, die Gesellschaft wandelt sich und auch die Heute wagt was, etwas Ungeheuerliches. Wibke Bruns und Kollegen 1971 als erste Frau im bundesdeutschen Fernsehen präsentiert sie die Nachrichten. Also ich hatte ein Sakrileg begangen. Die heiligen Hallen der Nachrichten von einer Frau betreten auch nur. War ein Skandal. Es war wirklich ein Skandal. Erst in Wiesbaden, dann im ZDF-Hauptsitz in Mainz. Die Heute-Redaktion bleibt täglich gefordert. Als unabhängiger Chronist der Zeit, als schnelle und verlässliche Quelle für Millionen Zuschauer. Rund um die Uhr immer die Fragen, was wählen wir aus, was zeigen wir wie. Die Ereignisse kann man kaum vorhersehen, man muss dranbleiben. Und nur ganz, ganz selten halten alle den Atem an. Das ist eine Kriegserklärung an die USA. Einen guten Abend mag man sich da kaum wünschen. Die Heute produziert rund 3000 ZDF-Sendungen. Im Jahr um 19 Uhr sind im Schnitt fast 4 Millionen Zuschauer dabei. Von außen ist ja nicht zu sehen, wie viele Menschen an dieser Sendung beteiligt sind und wie wichtig es ist, dass jeder Einzelne seine Rolle erfüllt. Das ist eine absolute Mannschaftsleistung und wir dürfen die dann präsentieren. Auch in der virtuellen Welt. Der Transportflieger A400M kommt mit 4 Jahren Verspätung. Im Nachrichtenstudio entsteht ein Abbild der Realität. Der Computer hilft, den Problemen auf den Grund zu gehen. In den vergangenen Jahrzehnten erfindet sich das Nachrichtenfernsehen immer wieder neu, immer auf Höhe der Zeit. Aber eines bleibt. Am Ende folgt immer der Blick auf das Wetter, wie vor 60 Jahren. Meine Damen und Herren, hüllen wir uns weiterhin in unsere Mäntel und warten wir bessere, das heißt wärmere Zeiten ab. Guten Abend.
Wetter gibt es dann später. Hier im ZDF feiern wir das Jubiläum um 20.15 Uhr weiter mit einem Mix aus berühmten ZDF-Show-Klassikern in der Show der Shows. Und wenn Sie unser erstes Heute-Nachrichtenstudio einmal zu Hause erleben wollen, dann klicken Sie sich einfach durch unsere interaktive 3D-Grafik in der ZDF-Heute-App. Eine Zeitreise in Schwarz-Weiß mit der Technik von damals zum Ausprobieren. So, jetzt zum Fußball. Da dreht sich alles um das Topspiel Bayern gegen Dortmund, Sven. Ja, schließlich geht es zwischen dem Tabellenersten Dortmund und Verfolger Bayern um die bessere Ausgangsposition im Titelkampf. Kurz vor der Halbzeit führen die Bayern mit 3:0. Die weiteren Top-Teams waren heute Nachmittag schon im Einsatz. Union Berlin schlägt den VfB Stuttgart, Freiburg Hertha unentschieden, Leipzig verliert zu Hause gegen Mainz, Schalke unterliegt Leverkusen, Wolfsburg und Augsburg ohne Sieger und gerade läuft das Duell Zweiter gegen Erster. Gestern bereits das Unentschieden zwischen Frankfurt und Bochum und morgen noch zwei weitere Spiele. In der Tabelle bleibt Union Berlin am Spitzenduo dran, dahinter Freiburg und Leipzig mit Dämpfern im Kampf um die Champions-League-Plätze. Leverkusen und Mainz klettern auf 7 und 8. Augsburg bleibt auf 12, Bochum hat 4 Punkte Vorsprung auf die Hertha auf dem Relegationsrang. Am Tabellenende weiterhin Schalke und Stuttgart. Und alles zur Bundesliga. Mit den ersten Bildern im Free-TV zum Abendspiel Bayern gegen Dortmund gibt es gegen 23 Uhr im aktuellen Sportstudio mit Katrin Müller-Hohenstein. Zu Gast Eintracht-Sportchef Markus Krösche. Das Topspiel in der englischen Premier League hat Meister Manchester City deutlich gegen den FC Liverpool gewonnen. Dabei musste der Tabellenzweite einen frühen Rückstand aufholen, um das Team von Jürgen Klopp zu schlagen. Die beiden Trainer Pep Guardiola und Jürgen Klopp sehen nach 17 Minuten, wie die bis dahin fast nur defensiven Liverpooler Gäste durch den Ägypter Salah völlig überraschend mit 1:0 in Führung gehen. 10 Minuten später antwortet Man City mit einer wunderbaren Ballstaffette, die der Argentinier Julian Alvarez mit dem 1:1 für die Gastgeber abschließt. Kaum eine Minute nach der Pause schießt der überragende Kevin De Bruyne Manchester erstmals in Führung. Und nur 8 Minuten später trifft Citys Teamcaptain Ilkay Gündoğan zum 3:1 für den englischen Meister. Ein herrliches Zusammenspiel zwischen De Bruyne und Jack Grealish kann letzterer nach 74 Minuten zum 4:1 Endstand veredeln. Manchester City damit hinter dem FC Arsenal weiter auf Tabellenplatz 2. Große Ehre für Basketballlegende Dirk Nowitzki. Der NBA-Champion von 2011 wird in die Hall of Fame, die sogenannte Ruhmeshalle des amerikanischen Basketballsports, aufgenommen. Der heute 44-Jährige spielte bis zu seinem Karriereende 2019 bei den Dallas Mavericks und gilt bis heute als einer der besten Spieler seiner Generation. Der gebürtige Würzburger erzielte insgesamt mehr als 31.000 Punkte und liegt damit auf Platz 6 der ewigen Bestenliste. Der hat's verdient, Mitri. Allerdings. Dankeschön, Sven. Gerne. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Wie viel Regen zu erwarten ist, das erfahren Sie gleich von Katja Horneffer. Gegen 22.45 Uhr das Heute-Journal mit Anne Gellinek. Von uns war's das. Schönen Dank, schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen. Guten Abend. In den vergangenen Tagen hat es deutschlandweit so 10 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter gegeben. Und bis morgen Abend kommen besonders im Stau der westlichen Mittelgebirge, aber auch im Schwarzwald und im Allgäu nochmal 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter dazu. Das hängt zusammen mit diesem Tief hier über Westdeutschland. Das bringt Regen mit und für Sie rosa eingefärbt auch etwas Schnee. Morgen übernimmt dann immer mehr das Hoch Merje. Sie wissen ja schon, das ZDF wird heute 60 und auch vor 60 Jahren gab es einen Wetterbericht. Damals wurde mit Kreide auf Tafeln gemalt. Farbe gab es im Studio nicht, Wetter aber schon. Heute Nacht gibt es also einen Sternenhimmel in Norddeutschland, sonst Dauerregen im Süden und die Temperaturen sinken im Süden unter dem Dauerregen auf 8 bis 2 Grad. Kälter wird es im Norden mit plus 3 bis minus 1 Grad. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 4 Grad im Vogtland und 12 Grad am Oberrhein. Und von Norden setzt sich morgen immer häufiger die Sonne durch. Regen- und Schneeregenwolken ziehen sich immer mehr in den Süden zurück. Und die neue Woche startet kalt, aber doch meist sonnig. Schönen Abend und bis bald in Farbe.